Willkommen zurück zu Mega Man. Also, starten wir endlich die Befragungsmission in Zone 3. Ja, ich bin bereit. Okay, dann gehen wir. Starten wir eine Befragungsmission. Diese Zone wird vom Blizzard Man kontrolliert. Er wird der besiegt, ist die Zone befreit, aber sie selbst. Genau, es ist der Weg versperrt. Das ist ein von der DK-Macht befallenes DK-Feld. Befreie diese Felder, um von Blizzardman zu Blizzardman vorzudringen. Befreien wie? Stell dich neben ein Feld und drück den A-Knopf. Wähle dann Befreiung. Ein Virus kommt unter dem Feld hervor. Dann das Löschen dieser Viren wird Befreiung genannt. Ich muss also unterwegs Viren löschen? Jeder Navy besitzt einen eigenen Befreiungsbefehl. Breitschwert für mich, Langschwert für dich. Damit kannst du eine ganze Zone auf einmal befreien. Schau dir die Anzeige rechts oben an. Bei jedem Einsatz eines Spezialbefehls verbrauchst du einen dieser Befehlspunkte. Einige DK-Felder enthalten Befehlspunkte zum Wiederauffüllen deines Punktekontos. Ich probiere diese Befreien jetzt einfach mal aus. In Ordnung, viel Glück. Lern, du bist der Operator, also bleib wachsam. Keine Sorge. Mit dem X- oder Y-Knopf wechselst du zwischen Navys. Außer Mega Man kann jeder Navy seinen Spezialchip nur einmal im Mod-Bildschirm benutzen. Mein Spezialchip ist extra schwer. Mit der L oder R-Taste rufst du die Zonenkarte auf. Mit Select kannst du die Mission abbrechen. In Ordnung. Oh, noch eine Sache. Ja? Führe in so einer Situation nie eine Befreiung durch. Warum denn nicht? Wo ist das Problem? Je mehr die K-Felder eine Navy umgeben, desto schwerer wird der Kampf, klar? Ich würde diesen Kampf unten rechts beginnen. Manchmal kannst du einem harten Kampf aber nicht aus dem Weg gehen. Dann solltest du deine Teamkollegen auf demselben Feld einsetzen. Dadurch erhältst du im Kampf einen Support-Bonus. Okay, verstanden. Bereit, Mega Man? Alles klar. Dein Auftrag ist es, 7 Befragungsphasen zu überstehen. Wenn du das schaffst, bekommst du einen seltenen Chip von einem Musvizio. Oh, viel Glück. Genau, der Chip wird in dem Fall jetzt der Navy sein, gegen den wir die Befragung machen. So, ich fange mit Protoman an, damit ihr mal seht, wie man den stockt. Ich fange nicht unten rechts, sondern unten links an, weil ich dann direkt entlang gehen kann. Jetzt den Weg ist die Mod-Anzeige. Achso, ja, man hat nur 3 Züge. Ist die Mod-Anzeige voll, öffnet sich der Mod-Bildschirm. Wenn du alle Viren in einem Zug außer Gefecht setzt, befreist du alle Felder um dich herum. Alles klar, verstanden. Ich habe noch einen Tipp für dich, der dir in einer knappen Situation helfen könnte. Wenn du von Feinden umzingelt bist, kannst du mit den L- und R-Tasten die Richtung deines Navys verändern. Die LR-Tasten haben im Mod-Bildschirm andere Funktionen. Ich zähle auf dich. So, hier haben wir das extra Schwert. Dann habe ich eine B-Kanone und das Ding. Ah, verdammt verkackt. Und tschüss. Okay, das ist noch alles noch nicht so schlimm. Nee, das ist das. Ach, scheiß drauf, so. Ein bisschen länger gebraucht. Genau, Bodemann hat nämlich jetzt nicht den Megabuster, sondern hat das Breitschwert, den er angreift. So, jetzt haben wir das Feld befreit. Normal fange ich jetzt, wenn ich bei mir zock, fange ich immer das obere an. Aber dann, ich mache mal jetzt nur einen Rundbefang. Das ist ein DK-Loch. Um gegen Darklights zu kämpfen, musst du sie erst löschen. Das ist der Wächter des DK-Lochs. Dann befreie ich die DK-Löcher doch am besten sofort. Guardians greifen zuerst die Feinde in ihrer Nähe an. Sie sind ziemlich fiese Gegner, deshalb versuche sie zu besiegen, bevor die Darklights angreifen, oder befreie die DK-Löcher möglichst in einem Rutsch. Okay, ich werde mein Bestes geben. So, jetzt kommt ein Itemfeld. Das ist das hier. Befreiung. Auf geht's, Felder befreien. Ich wollte diesen Navy-Mod, den ich habe. Den kriegt man auch noch. So, was habe ich denn? Ich versuche jetzt hier einen Konter zu machen. Fail. Ja. Doppelfail. Verdammt. Okay, Ruhe bewahren.
Wenn jetzt der andere springt, dann töte ich ihn. Und tschüss. Und ein Buster ab. Down. Gerade noch so, so, das waren jetzt zwei Runden. Ja, wirklich immer nur drei Runden sei bei dir befragen. Das ist eigentlich nicht viel. Und Zenny halt, ein 500. Ich mach aus dieser Zone eine Chili-Piste für die Nebula. Das ist Blizzard, mein Eiser. So, wen nehme ich jetzt hier? Ich nehme hier mal Protoman. Auf geht's, Felder befreien. Das ist jetzt nicht leicht, so. Am besten, ich nehme das, die Kombination erstmal her. So, jetzt hinter. Ah, der lässt sich nicht provozieren. Okay, ich krieg keine eine Runde hin. Extra Schwert und Kanone. Und tschüss. Genau, extra Schwert gibt Rot immer zwei Felder nach vorne und schlägt dann praktisch einen Angriff auf drei Felder nach vorne. So, ich könnte es mal das Loch probieren. Das wird bloß so schwer. Befreiung. Auf geht's. Felder befreien. So, das ist jetzt mal. Jetzt bin ich umzingelt. Umzingelt. Drück die Enter der Erdtaste, um mich umzudrehen. So. Ich nehme mal meine beiden Guns raus. Ich kümmere mich erstmal um den. Jetzt mache ich es erstmal einzeln. Obwohl, es ist auch schwer bei dem Kollegen hier. Okay. Ja, ich krieg erstmal das hier ab. So, schnell Wächter. Und geschafft. Die Leben kann man auch durch Passen wieder aufladen. Das sehe ich vielleicht auch mal. Dann, ja, befragen gelungen. So, hier werden uns alle Felder rund um. Das sind Befehlspunkte, die wir kriegen. So, ich fange jetzt wieder mit Megaman an, weil hier kann ich jetzt mal so einen Befehl benutzen. Und zwar das Langschwert. Die beiden Felder zu befreien. Okay, eigentlich gute Ausgangssituation. Ja. Ja, ich brauche gar nicht eine Runde, also brauche ich mich hier gar nicht extra anzustrengen. Obwohl. Ja, dann heile ich mich lieber. Genau. Hier war es sogar taktisch besser, jetzt mal nicht auf die eine Rundenbefragung zu gehen, weil ich brauche sowieso nicht. Wenn der Navy zu wenig TP besitzt, wähle passend, so setzt du eine Runde aus und deine TP regenerieren sich. Denk daran, dass du das Spiel im PD-Bildschirm speichern kannst. Leider kannst du in jeder Phase nur einmal speichern, also speichere mit Bedacht. Das macht Sinn, ich werde daran denken, ne? Hey Protoman, was ist das für ein Feld? Fragezeichenfeld. Ich glaube, das ist ein Bonusfeld. Suche Felder enthalten diverse Geschenke wie zusätzliche TP. Aha. Dann sollte ich die wohl auch befreien, ganz genau. Allerdings musst du nicht, wenn du nicht willst. Es liegt ganz bei dir. In Ordnung. Hier habe ich ein Herz, ja, super, hätte ich mich gar nicht halb rauchen. So, jetzt habe ich hier zwei Optionen. Ich gehe einmal hier drauf. Und ich gehe da drauf. Wie sieht auch das ganze Feld aus? Ja, bis jetzt bin ich eigentlich ganz gut dabei. Okay. Ich gehe hier hoch. Ich habe ja Zeit. So.
So, Buster ab, dann eine Kanone, dann das extra Schwert. Dann extra Schwert und dann warten, bis der Spaß wiederkommt. Und Breitschwert. Down. Sogar eine Runde. Ja, hätte ich mir das Breitschwert sparen können. Aber Zennis. Okay, der bewegt sich dahin. Vielleicht habe ich ja Glück. So. Ja, das war gerade das, was ich am wenigsten gebrauchen konnte. Dann gehe ich eben auf den los. Vielleicht schaffe ich es sogar in einer Runde. Ich vermute zwar nicht. So, ein Buster ab und meine Kanone. Ja, hat nichts gebracht. Mist. Okay. Ich habe Roll. Die werde ich gleich mal benutzen. Da seht ihr auch mal, wie die funktioniert. Ah, nee. Nee, Mann. Und tschüss. So, jetzt komme ich auch wieder so in die Situation, wo Brot mir gesagt hat, lass es. Und ich glaube, um mir beim Feld, im Loch etwas Vorteil zu verschaffen, mache ich jetzt mein Breitschwert. Ich bin sowieso im Nachteil. Okay. Ah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und tschüss. Passt schon. So, nächste Runde geht's dann ans Dekaloch. Jetzt kommt wieder so ein Penner raus. Ist kein Problem. Mega Man geht hin. Ich hoffe, ich kann es mir die mit einmal befreien. Okay, ich habe zwei Breitschwerter und ein Cyberschwert. Ich versuche die zu benutzen. Wobei bringt der nicht auch nichts. Ja, doch vielleicht für den anderen Spasten. Nein, das hat nicht geklappt. Okay. Egal. Wenn ich ihn jetzt down krieg, die beste Chance. Gut so. Und auf Wiedersehen. Die Musik mal ein bisschen lauter drehen, so. Warte mal, vielleicht kann ich hier was raus. Das wird sich jetzt rausholen. Kritischer Treffer. Oh ja. So. Dann kommen wir mal gleich zu Blizzard Man. Mein Brot, man kann noch sein Schild.
Ja, das halt nicht. Und tschüss. Ja, vielleicht schaffe ich es sogar in der nötigen Zeit, die Befragung abzuschließen. Das wäre natürlich schon Hammer. Ja, jetzt greift er an. Ja, Mist. Er startet mit der Kälte, Wusch! So, ich gehe jetzt nur erstmal mit Protoman drauf und gehe dann mit Mega Man auf ihn. Hätte nicht gedacht, dass ihr es so weit schafft, Wusch! So gut, so, wir sind das Team Protoman. Deine Zeit ist um, Blizzard Man. Ich werde dich fertig machen. Er will es wohl auf die harte Tour. Fertig, Len? Auf geht's. Felder befreien. So, der ist von der schweren Sorte. Erstmal schiebe ich mein Schild rein. Das war jetzt ein Fail. Hier vorsichtig sein. Komm vor. Bam. Nein. Was war... Oh. Fail. Nein. Absoluter Fail. Ah, Ziff. Nein. Oh, mein Gamepad spinnt. Okay, wenn wir jetzt nicht gleich einen derber Lauf gelegt bewegen, dann habe ich verkackt. So, so sieht es auf den Zeit um. So, das ist jetzt einfach nur scheiße gelaufen. Auf geht's, Felder befreien. Obwohl ich nicht glaube, dass ich das schaffe. Das ist dann doch zu heftig. Bam, 90er Schaden. Oh, ist gebracht. Nein, das Schild falsch eingesetzt. Ja, Zeit um, verkackt. Das ist ja übelst beschissen gelaufen. Okay, ich gehe mich jetzt erstmal heilen. Ja, der heilt wieder voll auf. Okay, scheiße auf die Opferung. Ja, Runde 7. Das kriege ich jetzt sowieso nicht hin. Dann scheiße ich jetzt drauf. Ja, jetzt ist sowieso egal. Kriegen wir sowieso nur noch Geld. Halte ich mich jetzt nur noch schnell auf und versuche ihn dann fertig zu machen. Ich bin Brot, wenn er besser laufen müssen. So, das müsste eigentlich reichen. Ich glaube nicht, dass er mich so umbringt. Nochmal. So. Ich nehme ihn erstmal ins Feld weg. Ah. So, dann extra Schwert. Nein! Entweder mein Gameplay reagiert falsch oder es reagiert gar nicht. Oh, nee. Okay. Protoman geht gleich drauf. Jetzt muss ich den Mega Man gewinnen.
Alles klar. Das ist dann doch schwerer, als ich dachte. Aber das ist jetzt mit einmal wieder voll auflädt. Das hat ja noch nie. Ja, Mini-Banks bringen hier gar nichts, habe ich das Gefühl. Bam! Okay, noch 40. Nein! Nein! Das ist doch nicht fair! Super, Votum ist auf Null. Also so behindert habe ich mich noch nie angestellt. Ja, ich muss jetzt Mega Man aufladen. Bringt nichts. Photoman darf sich jetzt dann gleich wieder bewegen. Also der ist nicht endgültig tot. Ja, okay. Es ist jetzt wurscht. Ich lade mich jetzt voll auf. Das ist Link. Das mit dem letzten... Ich habe den schon abgefeuert gehabt. Ich guck mal, da war Mega Man hier das Ei. Obwohl, nee, hol ich jetzt nicht. Nochmal. Ich krieg das jetzt hin. Kommt eh wieder vorne. Zwei. Nein, nicht jetzt. Okay, was habe ich denn? Ich habe eine Kanone und mein Extraschwert. Bam. Okay, Zeit um. Aber Brotman überlebt auf jeden Fall den nächsten Angriff von ihm und Mega Man kann ihn vielleicht mit Glück sogar kalt machen. Auf geht's, jetzt komm. Okay, der Blitzball hier, der könnte effektiv sein. Der ist sogar effektiv, der zieht das Doppelte. Bam. Nix, okay. Ein Feuerschlag. Nein! Was mache ich denn? Oh, Mann. Ihr muss jetzt mal ganz schnell nach vorne kommen. Oder ich hab's verkackt. Das darf ja mal nicht wahr sein, hey. Ich hab bei der Mission noch nie so verkackt. Oh, Mann. Okay, das heißt noch mal schnell ein paar Runden aufheilen. Aber ich hab bei dem auch immer drei Felder nochmal, also drei reinzubilden gehabt und nie zwei. Ja, damit ist ja fast unmöglich, ey. Der wird pissig immer auf seine scheiß letzte Reihe.
Okay, habe ich noch ein paar Waffen auf Lager. Nee, ich habe nichts gegen den. Oder was macht das denn? Nee, das bringt auch nichts. Ich kann mich jetzt nur noch mal gescheit aufladen. Ich nehme die Fahrt jetzt noch auf, bis die Mission fertig ist, aber es ist mir jetzt egal, wie oft ich das bei Fan. Aber so krass habe ich es noch nie erlebt. Jetzt kommt Rotoman. Ganz muss ich ihn töten, aber ich will ihn ungefähr unter 200 kriegen. Bam. Das ist das Problem mit Brotoman. Der verpisst sich immer so eine scheiß letzte Reihe und dann kriege ich ihn nicht. So, ich habe noch mein extra Schwert und eine Kanone. Das extra Schwert muss ich jetzt ganz schnell einsetzen. Bam. Habe ich sogar mit Mega Man eine Chance. Bam. Okay. Das müsste aber reichen, dass Mega Man den ownt. Also wenn ich den zu Mega Man nicht own, dann bin ich einfach nur ein Loser. Jetzt bist du dran, Blizzard Man. Warte ab und ich habe eine Kanone mit 50. Bam! Ha, eine Runde. Das war jetzt lame. Großartig, wir fallen in einem Zug. Ja, dafür. Ziel 7 Phasen, effektiv. Ah, 17 Phasen, du Noob. Schade, das war wohl nichts. Hier hast du ein paar Zennies. 1000 Zennies erhalten, yay! Befreiung, abgeschlossen. Die ACDC-Zone ist sicher. Yep. Aber wir müssen weiter wachsam sein. Das war nur ein Teil des von den Nebula belagerten Netz. Es wird noch viele Kämpfe geben. Sicher? Ich melde mich, sobald die nächste Mission ansteht. Boah. Loggen wir uns aus, Len. In Ordnung, gute Arbeit, Mega Man. Da ist Riga. Sie haben also die Offizio-Hunde losgelassen. Die wissen nichts. Die Netbelagerung ist bloß ein Teil des großen Plans. Ja, versucht nur uns aufzuhalten. Meister Regal, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Sehr gut, ich komme gleich. Entschuldige mich. Alles läuft perfekt nach Plan. Das Netz ist bereits einige Tage in der Hand der Nebula. Es repräsentiert in diesem Zeitalter die Cybergesellschaft. Deshalb stellt seine Belagerung eine echte Bedrohung dar. Zuerst wurden unsere PTs gestohlen, jetzt ein paar Tage später wurde das Netz besetzt, die Schule geschlossen. Ja, vollkommen tote Hose hier. Ich fasse es nicht, dass ich nichts für Roll tun kann. Je mehr ich darüber nachdenke, desto mulmiger mit mir. Ob es Roll wohl gut geht? Arme Mail. Das wird schon Mail. Gutsman ist bei ihr. Er wird Roll beschützen. Richtig, und Clyde ist auch bei ihr. Ja, ihr habt sicher recht. Wie wär's, wenn wir was unternehmen, um uns abzulenken? Hey, das klingt wirklich gut. Da ich aber nur mein Sub-PT dabei habe, lasst uns lieber außerhalb der Cyberwelt bleiben. Gute Idee. Gehen wir noch im Meer schwimmen. Ich kenne da eine verlassene Insel. Wir könnten ein bisschen auf den Putz hauen.
Na, wie wär's, Main? Ja. Du kommst doch auch mit, Len, oder? Wir brauchen dich um Mega Man. Wir brauchen dich um Mega Man für alle Fälle. Na klar, kein Thema. Super, dann sind wir uns ja einig. Also, nichts wie weg hier, auf geht's. Was? Wir gehen jetzt sofort? Allerdings. Hier in der Stadt können wir doch sowieso nichts tun. Naja, stimmt auch wieder. Okay, Leute, geht nach Hause und macht euch fertig. Wir treffen uns dann vor dem Bahnhof. Beeilt euch. Ja, das geht bei mir turbo schnell. Na gut, ich gehe dann auch mal. Mail. Mail, lass den Kopf nicht hängen, okay? Ja, in Ordnung. Ja, ich sorge sich auch um Clyde und Dex und Guardsman. Aber sie lassen sich trotzdem nicht die Laune verderben. Ich werde mich etwas mehr zusammenreißen. Okay, Len? Ja. Aber jetzt mach dich besser fertig, sonst wird Jai noch sauer. Haha, auch wahr. Bis gleich. Okay. Das sind schwere Zeiten für uns alle. Sie haben ihre PETs verloren und ich sorge mich um Dad. Mega Man, wir müssen die Nebula kriegen. Und Dad retten und die PETs der anderen zurückbekommen. Das werden wir, Len. Ring, 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 Telefon. Das sagt man, kann ich nicht den Part werten. Dein Telefon, Len. Ich gehe schon dran. Ich bin's. Gut gelaufen, die letzte Befragungsmission. Naja. Was gibt's, Short? Eine neue Mission? Nein, es geht um etwas anderes. Wie meinst du das? Nicht am Telefon. Komm schnell, so schnell wie möglich ins Wissenschaftslabor. Gut, verstanden. Zur Kontrollstation, richtig? Korrekt. Und beeil dich bitte. Huch, aufgelegt. Puh, zugeknöpft, wie immer der Kerl. So ist er nun mal. Mach dir darüber keine Gedanken. Komm schon, gehen wir. Sonst kommen wir noch zu spät. Okay, auf geht's, Mega Man. Ja. Also. Das war's für den Part. Also bis zum nächsten Mal.